Wir gucken uns dann jetzt mal an hier. Ist ihr Fame verdient? Ich kenne von Phoebe leider nicht so viel. Ich weiß nicht, wie sie groß geworden ist, außer das mit C-Max. Ja, das haben wir angeguckt. Das, ich dachte erst, ich werde verarscht. Aber ich wurde nicht verarscht. Und deswegen bin ich gespannt. Ich hoffe, er zeigt das alles auf. Aber hier sehe ich schon was. Ja, doch, doch, er zeigt es auf. Gut, ich habe nichts gesagt. Wir gucken uns das jetzt von. Übrigens, Salami-Brötchen an, der seit Ewigkeiten keine Videos mehr gemacht hat und jetzt plötzlich so ein Video raushaut. Und ich hoffe, es wird ein Müllstink. Phoebe, einer der aktuell am meisten wachsenden Kanäle Deutschlands und erfolgreicher denn je. Aber wie ist Phoebe eigentlich so erfolgreich auf einmal geworden? Diese Frage werde ich in diesem Video beantworten. Wenn es euch gefällt, Abo da lassen, Like da lassen, Kommentar schreiben und los geht's. Viele von euch kennen Phoebe wahrscheinlich von Clips mit Elias N97, Montana Black oder vielleicht sogar aus ihrer E-Sports-Organisation Wave. Vielleicht gibt es sogar den einen oder anderen, der sie von ApoRed kennt. Der hat nämlich öfters damals auf ihre Bewerbung für seinen Fortnite-Clan Apokalypto reagiert. Die allerwenigsten wissen allerdings, dass Phoebe die ersten ca. 20.000 Abonnenten auf YouTube durch einen ganz anderen YouTuber bekommen hat. Und warte, warte. Ich sag C-Max. Simi! War der gute alte C-Max. Die beiden haben zusammen mehrere Videos gemacht, ungefähr vor 3 Jahren, die absolut viral gegangen sind. Aktuell sind nur noch 2 Videos online. Ich meine mich zu erinnern, dass es mehr gab, aber ich bin mir nicht ganz sicher. 2 sind aber noch online. Wenn ihr C-Max jetzt gar nicht kennt, dann schaut euch unbedingt das Video da oben im Video an. Da zeige ich euch, wer das ist. Allerdings sollten die meisten von euch. Ey, David! Ich zeige euch einfach mal ein paar Ausschnitte von ihr in seinen Videos. Aber haltet euch fest, es wird wirklich sehr unangenehm. Ey, Phoebe, kennst schon. Oh nein, das ist auch noch das, was wir uns das letzte Mal angeschaut haben. Oh ja. Aua. Das neue Lied von UFO. Ich glaube nicht, warum? Soll ich dir sagen, wie das heißt? Ja, sag mal. Ich will deine Vagina. Ja, eine Runde aber nur, okay. Weil ich mag das nicht. Lol, sie hat sich sogar gezeigt. Wie, du magst es nicht? So hast du was gegen No-Skins, hä? Ja, schon. Keine Ahnung, Alter. Ich halt so OG halt so mit No-Skins das sind wir halt nicht. Ich esse nicht was für was Besseres, hä? Bist du nur mit OG-Skins oder was? Nee, aber das sieht was? Doof aus. Ja, ey, guck mal, ich wünsche dir was, Bruder. Aus. Wir sehen uns. Ja, ich gleite davon wie ein Vogel. Oh, ah! Oh, ah! Schau, so ein Autist, ne? Ey, aber das ist so Zeitverschwendung, Alter. Mich nervt das gerade übelst. Ich als OG und dann mit so einem No-Skin. Ja, ja, hey, du bist immer noch ein No-Skin, bleibst schlecht und bist auch gar kein OG. Ganz ehrlich, du bist einfach scheiße. Das ist echt unangenehm. Auch dieses, du bist kein No-Skin, oder du bist ein No-Skin und so. Aua. Phoebe, warum? Aber ich muss an der Stelle, man muss an der Stelle sagen, das war vor 3 Jahren. Da, wie alt war Phoebe da? 13? Ich sag mal, 13 ist vielleicht noch eine Rechtfertigung dafür. Das ist, ja, es ist einfach mit 13, da machst du halt keinen Content. Berliner, ich wünsch dir auch noch was, Bruder. Scheiße. Warum ist das so? Ach, Mann. Alle müssen hier früh raus. Leute, steht einfach später auf. Scheiße für Nutti. Das war eigentlich auch nur so ein Prank. Es war ein Prank von mir. Ja, von mir auch. Wie von dir ein Prank? Ja, eigentlich bist du voll. Nein, eigentlich bist du voll gut. Ich hab das nur so gesagt. So ein bisschen ja, Spaß. Hast, wirst du jetzt verurteilt zu einer Wasserflasche über deinen Kopf? Okay, ich schütte mir jetzt die Wasserflasche über den Kopf, ne? Okay. Ist das zu laut? Hey, sie macht's einfach wirklich. Ich hab's nur so gehört. Ey, ich hab schon Bock, das Video alles zu steigen. Bist du das? Und, falls. Warte, was hatten Sie für eine Wasserflasche? So ich hoffe doch, Sachsenquelle von. Oder ist es Saskia Wasser? Ey, ich hab schon Bock, das Video. Ich kann's nicht entziffern. Das sieht aus wie. Kaufland. Nee, von Kaufland. Nee, Saskia ist blau. Einfach Kaufland? Das kenne ich. Das haben wir auch immer. Hinter ist Kaufland. Scheiße, ey. Billig Kaufland? Was? Billig, ne? Hauptsache, es muss wieder hier aufs Preisische gegangen werden, ja. Solange es kein Fidschi-Wasser ist, alles gut. Dieses, oder wie heißt das? Fuji? Fidschi? Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das heißt. Fujitsu war eine Firma, ne?
Ach, ich weiß doch nicht, dieses teure Wasser da. Das ist alles gut. Bist du da? Und falls hier ein paar Fanboys von Phoebe im Chat sind, es gibt wahrscheinlich keine Fangirls, aber dazu kommen wir später. Wenn ein paar Fanboys nicht glauben, dass das die echte Phoebe ist, wer ist das denn dann da? Mann, Simax, helf mir doch mal, ich hab Phoebe einen Hyping. Phoebe, sag, No Skins sind cool, dann helfe ich dir. Simax, das ist alles dein Ruf. Du bist schlecht, du bist schlecht, Baby. Naja, es steht ja auch links oben, steht ja Phoebe YouTube. Als Benutzername. Alter, das ist, ich spiele wieder. Simax, falls du irgendwie noch Nachhilfe im Zensieren brauchst, melde dich einfach bei Pumping Monkey. Der kennt sich da tatsächlich ziemlich gut aus. Schwester, nein. Ah, okay. Jetzt hat sie die Sonnenbrille ausgezogen, jetzt braucht man nicht mehr zensieren. Nein. Würdest du ihn daten? Ja. Aber sein Zensurprogramm ist wirklich das Schlechteste, was ich jemals gesehen habe. Also, es ist klar, es ist Phoebe. Man hat ihr Gesicht gesehen, man hört die Stimme, man sieht den Namen über dem Minecraft-Skin, wahrscheinlich Fortnite-Skin. Also, es ist klar und es ist sehr unangenehm. Durch diese Fremdscham-Videos hat sich Phoebe ihre ersten Zuschauer abgegriffen und konnte so direkt mehrere hundert Zuschauer in ihren Fortnite-Streams damals noch auf YouTube generieren. Und glaub mir, diese Streams waren lukrativ jenseits von Gut und Böse. Sie hat da Donations bekommen, YouTube-Mitgliedschaften und sonst was. Die Frau hat da mit 13, 14 Jahren Geld verdient. Böse. Irgendwann ist sie dann aber auf Twitch gewechselt, aber blieb noch deutlich unter dem Radar irgendwie immer. Ey, 70 durchschnittliche Zuschauer ist halt auch eigentlich mega gut, ne? Du musst dir vorstellen, du bist 13, 14 Jahre. 14 Jahre, 70 Zuschauer, ist gestört viel. Also wie lange das bei mir gedauert hat, bis ich 70 Zuschauer hatte, war erst 2020 und begonnen mit Twitch habe ich 2018. Also knapp 2-3 Jahre safe, dass ich überhaupt auf diesen Wert auch nur ansatzweise kam. Und da war ja mein YouTube-Kanal schon deutlich größer. Da hatte ich ja schon auf YouTube 80.000, 90.000 Abonnenten gehabt. Unter 100 Zuschauer meistens und so weiter, bis die gute Phoebe sich die Frage gestellt hat, wie eigentlich fast jede andere Streamerin Fame geworden ist. Und einmal dürft ihr raten, ein kleiner Tipp, es hat nichts mit gutem Content zu tun. Genau, Sex sells. Also sexualisierter Content. Nur, dass Phoebe sich Gott sei Dank nicht mit 14 Jahren ausgezogen hat und in den Pool gesetzt hat, sondern solche Clips hier erstellt hat. Durch TikTok und andere Socials sind die viral gegangen und sie hat an Reichweite gewonnen. Einfach weil... Ja, aber das sind doch jetzt... Sind das nicht Clips von vor kurzem erst, hier vor 4 Wochen? ...ausgezogen hat und in den Pool gesetzt hat, sondern solche Clips hier erstellt hat. Durch TikTok und... Ja, aber guck mal, das ist jetzt vor 4 Wochen. Zuschauer meldet Phoebe auf Pornhub an, plus Deep Talk. Und andere Socials... Das ist vor 2 Wochen. Phoebe über ihr erst... Warte, ganz kurz, das muss ich jetzt mal gucken. Ob das auch noch aktuell ist oder ob das... Weil Phoebe ist ja davor jetzt bekannter geworden und nicht jetzt erst. Phoebe... Was? Phoebe über erstes Mal. Weil wenn, dann müsste man ja gucken, wie sie da bekannt geworden ist. Ja, das ist vor 3 Wochen gewesen. Also das ist jetzt nicht der Content, mit dem sie groß geworden ist, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das ist ja jetzt schon, als sie groß war. Sind die viral gegangen und sie hat an Reichweite gewonnen. Einfach weil notgeile und sexuell frustrierte Jugendliche und leider Männer das einfach aufregend fanden und sich Hoffnung auf irgendwas gemacht haben und so in ihrem Stream gegammelt haben, gesubbt haben, gespendet haben und. Okay, sie ist nicht... Okay, also ich weiß aber nicht, weil das sind ja jetzt Sachen, die relativ aktuell sind und nicht von damals sind. Also zumindest das, was ich jetzt gesehen habe, die Screenshots, die waren so vor 2 bis 4 Wochen. Und wie gesagt, da war sie ja schon groß und jetzt hat sie scheinbar darüber geredet, aber ich weiß nicht, ob sie damals darüber geredet hat. Ne? Ganz schlecht in Valorant und anderen Spielen. Es gibt bestimmt auch ein paar Zuschauer, die deswegen gekommen sind, aber der Großteil, und das wird Phoebe auch hoffentlich bestätigen, falls sie das hier sieht, ist durch Content gekommen, durch Clips gekommen auf TikTok und so weiter, die da viral gegangen sind, mit sexualisierten Themen. Und ich bin mir ganz sicher, dass sie täglich sowas von viele DMs bekommen hat. Mit irgendwelchen 15, 16, 17, 18, 19-jährigen Typen, die da sich Hoffnung auf was gemacht haben. Außerdem würde ich wetten, dass locker 98% ihrer Zuschauer zu der Zeit Männer waren. Eins ist mir wirklich während dieser Recherchen krass aufgefallen. Auch wenn Phoebe immer irgendwie verplant oder lost tut, dieses Mädchen ist nicht dumm. Also sie ist wirklich nicht dumm. Vielleicht ist sie nicht krass gebildet, aber sie ist auf jeden Fall absolut schlau. Das hier ist nämlich einfach nur die nächste Masche von ihr. Extra ein Meme werden. Ich habe genau zu dem Thema schon mal ein Video veröffentlicht und Phoebe ist in dem Bereich extra ein Meme werden ungefähr so talentiert wie Simax im Videoschnitt. Es ist absolut scheiße,
aber funktioniert auf unerklärliche Weise. Okay. Wir sind Phoebe, was ist die Hauptstadt von Italien? Italien. Paris? Nee! Oh. Oh, nein, Digga! Ja, gut, das ist das. Das ist obvious in Dings mit Absicht gemacht, beim besten Willen. Also das ist safe. Niemand hat einen Ordner auf seinem, gut, nicht niemand, aber gerade als Influencer würdest du dir keinen Ordner auf dem Desktop machen, wo Pornos draufstehen. Aber die Frage ist, ist das mit Absicht so gemacht oder wie ist der Kontext? Vielleicht ist es auch nochmal ein bisschen ein anderer Kontext gewesen, wo sie es mit Absicht so hingestellt hat. Weiß ich jetzt nicht, ne? Aber wenn es wirklich so war, dann ist es mit Absicht so gemacht, safe. Ja? Aber ich glaube, bei einigen war das so. Es ist nicht nur bei ihr so, bei vielen anderen auch. Ich hatte das damals auch kritisiert, ne? Bei Trimix oder bei anderen Sachen, wo man sich so dachte, ey, ihr wollt da in die Clips reinkommen, aber es ist so langsam zu offensichtlich. Ja? Ich fühle das auch nicht so, ne? Wenn das so ein bisschen oder wenn es so gestaged ist, bin ich auch kein Fan davon. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt die Person deswegen nicht mag. By the way, dadurch kam erst der Kontakt zwischen Reese und mir zustande und wir haben uns eigentlich sehr gut verstanden, weil ich ihn damals auch kritisiert habe aufgrund eines Clips, bei dem es so aussah, als hätte er mit Absicht damals so einen Kuchen fallen lassen oder so eine Torte fallen lassen. Und dadurch kam der Kontakt erst zustande. Also wir mögen uns, ne? Wir verstehen uns sehr gut. Aber ja. Das hatte ich damals auch schon kritisiert, weil diese Lostness manchmal schon ein bisschen komisch rüberkommt. Phoebe ist cool. Das sagt auch niemand. Ich finde jetzt Phoebe auch nicht schlimm oder so. Ich habe kein Problem mit ihr. Und bislang habe ich jetzt auch nicht so viel Negatives mitbekommen. Ne? Ich weiß, dass sie jetzt gehatet wurde und jetzt halt die Sache. Wenn mir irgendwer erzählen will, dass das nicht extra so geactet ist, um viral zu gehen, dann ist dieser jemand entweder der größte Phoebe-Fanboy oder einfach ein Huhn. Aber um die goldene Leiter ganz nach oben zu klettern, musste Phoebe noch einen draufsetzen. Ich habe das in Twitch und YouTube Deutschland schon 100 Mal gesehen. Zum Beispiel die hier, die sagt, dass sie einen Crush auf Papa Platte hat. Hast du nicht einen kleinen Crush auf Mochi? Oh ja, Fayesh, ja. Crush auf Papa Platte. Mein Beileid. Und die liebe Phoebe hat das natürlich auch einfach so gemacht bei Eldos, einem E-Sportler, Streamer und vor allem einem sehr guten Freund von Elias N97, Sydney Friede und Willi Sommer. Tja, und einmal dürft ihr raten, was passiert ist. Richtig, sie chillt auf einmal mit diesen Streamern und hat über sie weiter Kontakt zu anderen sehr großen Streamern wie Monte, Trimax, Rowhead und so weiter bekommen und ist jetzt auf einmal an der Spitze von Twitch Deutschland. Nice, Phoebe. Well done. Ich kann nichts anderes sagen als well done. Es ist absolut schlau, diese Mittel einfach wieder zu benutzen, weil es schon so oft funktioniert hat und sie ist einfach nur die nächste und ich bin mir ganz sicher, in einem Jahr, vielleicht auch nur in einem halben Jahr, kommt die nächste Phoebe, ja? Und macht das. Weil ich an der Stelle sagen muss, also diese Lostness feiere ich auch nicht, ne? Diese Lostness feiere ich auch nicht. Real Talk. Aber sie hat es damit geschafft, groß zu werden. Ich denke auch durch eigenen Content, ohne sich nur hochzuziehen. Ich glaube, sie ist auch ohnehin durch Qualität, durch unterhaltsamen Content, denke ich, auch groß geworden. Aber ja, manche nutzen halt auch Kontakte. Ja. Manche nutzen auch Kontakte, aber ich würde jetzt nicht unterstellen, nur deswegen ist sie groß geworden. Ich denke, sie hätte es auch so geschafft. Ne? Oder auch nur das mit Eldos oder nur mit Memes und so, denke ich. Also sie ist ja auch ohnehin irgendwie bekannter geworden. Ne? Das mit C-Max, ey, da war sie 13 Jahre alt. Also das würde ich jetzt noch nicht mal negativ anheften. Ne? Die Videos sind unangenehm, aber wie gesagt, ey, scheiß mal drauf, da war die 13, 14. Ey, wenn man mich mit 13, 14 vor die Kamera gesetzt hätte, das hättet ihr nicht wissen wollen, ja. Da hätte ich ja nur Scheiße erzählt. Hätte auch gar keine Ahnung gehabt. Also da habe ich dann nicht mal irgendwelche Spiele gespielt, außer hier FIFA und so ein Spaß oder PES damals, ne. Aber das, was sie halt jetzt macht, hat sie schlau gemacht, businesstechnisch schlau gemacht, reichweitetechnisch schlau gemacht. Sie kann jetzt ihr Traum leben und habe ich jetzt persönlich kein Problem mit. Ne? Außer sie wird eine übelste Scammerin und zockt alle Menschen ab, Leute. Ich dachte, du bist erst 13. Ich bin 13, das stimmt. Aber welcher Erwachsene will mit einem Kind Kontakte, außer manche Streamer?
Ja, gut, mit 16 ist immer so eine Sache. Es gibt auch Menschen, die sind schon ziemlich weit mit 16 Jahren. Ja, und da kannst du auch Kontakt wollen. Ja, oder sagen, ey, hier, freundschaftsmäßig. Wobei es manchmal ein bisschen weird ist, ne, wenn dann jemand über 30 ist und dann Kontakt mit dir hat und die Connection da gut ist. Aber ja, da kann ja, das ist ja trotzdem ein anderes Verhältnis. Das heißt ja auch nicht, dass wir jetzt auf so eine Person stehen. Ich hab gedacht, du bist 17. Ja, klar. Nee, ich bin 23, Leute, entspannt euch. 23 Jahre jung. Einfach genauso. Und jetzt stellt euch einfach nochmal die Frage, ob ihr das wirklich unterstützen wollt. Ich will ja echt kein Auge machen und ich gönne jedem Streamer seinen Erfolg, wenn er den... Also ich glaube, sie hat einfach die Chance perfekt genutzt. Sie war schon, also ich würde einfach sagen, rein reichweitentechnisch und wie sie es gemacht hat, hat sie es einfach sehr schlau gemacht. Ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist einfach ein schlauer Move, ja, da die Connections so herzustellen oder die Kontakte dann einfach mit auszunutzen. Ja, ich würde es nicht mehr ausnutzen. Ich meine, das eine kommt vielleicht auch ins andere und dann läuft es einfach gut. Ja. Also das muss ich sagen, fand ich jetzt noch nicht mal so verrückt. Also ich habe noch was mitbekommen, was nicht ganz so nice ist. Ja, das werde ich aber jetzt hier nicht erzählen, deswegen nur das, was öffentlich jetzt hier bekannt gegeben wurde und deswegen sehe ich da jetzt noch nicht so das große Problem, weiß nicht. Also diese nicht Realness, sondern so ein bisschen Fake, sich so ein bisschen so stellen, so ein bisschen dumm stellen, um in Memes zu kommen, das fühle ich nicht ganz so, muss ich ehrlich sagen, aber ansonsten sehe ich jetzt hier kein großes Problem. Ehrlich verdient hat und aufgebaut hat, aber Phoebe gehörte einfach meiner Meinung nach nicht dazu. Und deshalb wollte ich euch einfach mal diese Tricks und Maschen hinter Phoebes Erfolg zeigen. Was ihr damit anfangt, ja, ist eure Sache, bildet euch eure eigene Meinung. Aber ich habe euch jetzt mal ihren Werdegang auf YouTube gezeigt. Ich weiß nicht, schreibt mir mal rein, wie findet ihr Phoebe? Findet ihr sie gut oder schlecht? Oder sagt ihr, ja, juckt mich nicht? Ich hoffe, ich kann euch zeigen, was ihr noch nicht wusstet. Ansonsten lasst gerne ein Abo da, lasst gerne ein Like da, schreibt eure Meinung in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao. Neutral, mag ich, juckt mich nicht, richtig mies, ist mir eigentlich egal, ich mag sie, bis jetzt kann ich sie nicht, keine Ahnung, kenne sie nicht, finde sie voll sympathisch. Okay. Also by the way, sie kommt ursprünglich aus Sachsen, ne? Deswegen ist das natürlich noch ein bisschen positiver geprägt. Ich glaube, ne? Also ich glaube, jetzt ist sie doch umgezogen nach Erfurt, soweit ich das mitbekommen habe. Ich habe das, glaube ich, nur auf Instagram mitbekommen, dass sie irgendwie ein Bild aus Erfurt gemacht hat. Pass auf, und zwar folgendes Bild. Das muss ich euch zeigen. Oder? Deswegen glaube ich Erfurt. Pass auf. Jetzt wird's gleich crazy. Was für ein Bild. Hat sie das auch hier gepostet? Oder bin ich lost? Nee, das hat sie... Scheiße, das hat sie nur in der Story gepostet. Fuck. Jetzt bin ich am Arsch. Hab ich die noch hier drauf? Fuck, da war sie nämlich beim Dings. Bei diesem Bernd das Brot war sie da. Scheiße. Ja, jetzt wird's lost. Jetzt habe ich euch was gesagt, was voll am Arsch ist. Warte, weil ich war nämlich auch bei Bernd das Brot. Hier. So ein Ding ist das nämlich. Ah, im Rathaus, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich war auf jeden Fall dort.